Hallo Freunde, heute schauen wir uns an, wie Nigel Short in einer bekannten Variante des Damengambit mit den schwarzen Steinen gegen einen der bekannten Gegner quasi kurz einen Prozess gemacht hat. Auf geht's! Und damit herzlich willkommen beim Schachstrategen. Schaut gerne mal bei mir in dem Community-Tab vorbei, da stelle ich immer mal in zwei Aufgaben und ich frage euch nach euren Themen, die ihr für unseren Sonderspezialstream habt oder haben wollt oder haben könntet. Wenn wir die magische 1500 erreicht haben, dann mache ich einen Sonderstream mit speziellen Varianten, Gambits, welche auch immer ihr euch wünscht. Die besprechen wir dann mal, damit ihr vielleicht mal eine Waffe gegen dieses Gambit habt. So, die Partie von heute ist aber eine andere, nämlich Wladimir Epischin. Den kennt der ein oder andere von euch sicherlich, wenn er regelmäßig ja, naja, letzten 20, 30 Jahre regelmäßig Turnierschach gespielt hat. War mal erweiterte Weltspitze, hat natürlich ein bisschen nachgelassen, ist ja klar. Und Nigel Short kennen wir natürlich auch alle. Gespielt wurde aus in Malmö 2002. Und es kam eine Damen-Gambit-Variante. Durch diese Reihenfolge mit Springer F3 wird ja dieses D5 sehr, sehr häufig und sehr gerne gespielt, weil eben jetzt Schwarz nicht mehr diese Springer G1, E2 Varianten in Abtauschvariante zum Beispiel befürchten müssen. Und deswegen geht nach Springer F3 Schwarz oftmals auch in dieses Damengambit über. Welche Variante Weiß hier spielt, ja, ist auch noch völlig offen, ja, von Katalanisch über die normalen klassischen Läufer G5 ist alles drin. Und hier hat sich dann der Epischin für Läufer F4 entschieden, diesen Harvitz-Angriff. Und auch sehr, sehr bekannt, beliebt diese Variante in einer anderen Reihenfolge öfters. Aber spätestens seit dem WM-Kampf zwischen Carlsen und Caruana ist diese Variante ja, da ist die ja rauf und runter gespielt worden. Ne? Und das hier nach E3, C5. Zack. Schwarz einfach diesen Gegenschlag im Zentrum macht. Dieser C5-Zug ist dadurch auch sehr, sehr populär geworden. Vorher waren auch Springer BD7 sehr, sehr beliebt. Okay, wie geht Weiß mit diesem Zentrum um, mit dieser Gegenüberstellung? Er folgt erstmal dem gängigsten Zug, er schlägt auf C5. Okay, und jetzt haben wir ja, mehrere Möglichkeiten grundsätzlich. Und könnte Weiß natürlich hier auch auf D5 schlagen. Wir schauen uns das mal in der Variante an, denn es kam nicht. Nach Springer D5 und wenn jetzt hier könnte es zu einem Isolani kommen und Schwarz möchte die Damen noch auf dem Brett halten, ja, um vielleicht mal D5, D4, vielleicht ist der König hier auf der E-Linie noch irgendwie noch zu catchen. Vielleicht droht mal ein Schach, in welcher Form auch immer. Und da hat Schwarz trotz Isolanis Ausgleich, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und ich glaube, diese Stellung kam sogar noch zuletzt irgendwo zwischen Vincent Keimer und Magnus Carlsen vor, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist noch gar nicht so lange her. Okay, deswegen gehen wir dann in unsere Variante zurück. Epischin sagt sich aber, nee, ich schlage hier nicht auf D5 und lass dich nicht mit E mal D schlagen und diesen Läufer hier entwickeln. Sondern er spielt A2, A3, auch ein sehr, sehr bekannter Zug, der grundsätzlich mal das Feld B4 im Auge hält, ja, dass Läufer B4 verhindert ist, aber vielleicht auch mal selber B2, B4 vorbereitet. Gerade gegen so Züge wie Dame A5, die ein häufiges Standardmotiv in diesen Stellungen für Schwarz sind, um jetzt mit dem Turm nach D8 zu kommen, ja, und hier entsprechend im Zentrum Gegendruck zu machen. Okay, A3. Schwarz entwickelt eine Figur und jetzt sehen wir hier anhand der Abzeichnungen, dass wirklich schon alles gespielt wurde. Ja? Von Läufer E2, Dame C2, Turm C1, C mal D. Gibt nichts, was noch nicht gespielt wurde. Ist auch alles in Ordnung. Also, warum aber wird dieser Zug B2, B4 hier so selten gespielt? Immerhin, der droht doch was. Ja? Der Läufer ist angegriffen hier auf C5 und jetzt muss sich Schwarz um seinen Läufer kümmern. Und der Läufer ist nach B6, nach D6, nach E7. Ja, ihr seht hier, ich glaube, E7 war das häufigste laut Datenbank.
Aber Short selber hat auch schon Läufer D6 einmal gespielt und einmal Läufer E7 gespielt in anderen Partien. Vielleicht hat er sich das angeguckt oder wie auch immer. Denn heute hat er sich gesagt, weißt du was? Ich schlage hier auf B4 und kriege zwei Bauern für die Figur und habe diese Festung hier am Start gegen den Springer C3. Und auf den ersten Blick sieht das natürlich gewagt aus für Weiß. Ja, der Springer könnte über E4 kommen. Vielleicht kann die Dame noch über entweder F6 oder A5 noch zusätzlich kommen, den C3 angreifen. Wie mache ich denn mit Weiß denn jetzt hier weiter? Nun, zunächst einmal kam Dame B3, was ein guter Zug ist, deckt diesen Springer und greift diesen Läufer an, was ein Tempo gewinnt. Das ist gut. Und Schwarz spielt A7, A5. Er muss diesen Läufer hier gedeckt halten und ja, versperrt sich damit aber so ein bisschen hier das Feld A5. Zumindest temporär, denn vielleicht, so Gott will, kann dieser Bauer mal irgendwann vorrücken, die Dame wieder vertreiben, ne, und dann mal gucken, was passiert. Außerdem hat Schwarz natürlich hier schon so einen, also diesen Freibauern in Hinterhand, sag ich mal. Nichtsdestotrotz ist jetzt quasi der spannende Moment der Partie, vielleicht der kritische Moment. Und wir schauen uns zunächst mal an, was passiert ist. Es kam nämlich die lange Rochade. Das war der sehr, sehr konsequente Zug, die Festung des Springer C3 aufzuheben. Und wir gucken uns natürlich jetzt ein paar Varianten an, was hätte überhaupt passieren können. Fangen wir mal an, wenn Weiß Läufer E2 spielt, um die kurze Rochade vorzubereiten. Dann wurde hier schon öfter geschlagen auf C4. Der Läufer steigt zurück und jetzt kam B7, B5 mit Tempo. Die Idee ist natürlich wieder tempomäßig. Ja, ich muss am Ball bleiben. Ja, ich darf den Weißen natürlich nicht zur Rochade kommen lassen. Das heißt, ich kann hier nicht B6 oder so irgendwie sowas spielen. Ne? Deswegen immer alles mit Tempo, damit Weiß reagieren muss. Ja, und entsprechend nicht die Figur, nicht den König in Sicherheit bringen kann. So. Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Wenn der Läufer nach E2 zurückzieht, dann kommt Springer D5. Jetzt ist der C3 wieder angegriffen. Den kann Weiß mit Läufer E5 verteidigen. Und jetzt folgt aber A5, A4. Und diese Stellung gilt schon als sehr, sehr gut für Schwarz. Wir schauen uns mal erstmal, der Springer deckt auch diesen Läufer. Das ist gut. Ja. Warum ist die Stellung so gut? Nun, die Dame muss natürlich irgendwo in der Nähe vom C3 bleiben. Sagen wir mal hier. Und das Problem von diesem Läufer E5 ist, dass er immer mit F7, F6 angegriffen werden kann und dann im Zweifelsfall auch vertrieben werden kann, respektive eingesperrt werden kann. Jetzt hängt der Läufer auf D4 und danach würde ja auch noch der Läufer auf C3 hängen. Und damit würde Weiß die Figur verlieren und Schwarz hätte zumindest diese Freibauern hier. Das sieht super gefährlich aus für Schwarz. Etwas besser ist, wenn er hier auf B5 schlägt. Etwas besser ist übertrieben, aber schon besser. Weil wenn jetzt Springer D5 kommt, wieder Angriff auf den C3, Läufer E5. Und jetzt gibt es den schönen Zug Dame B6. Ich greife nämlich den Läufer hier an. Wieder mit Tempo, denn der ist ja gefesselt, wir erinnern uns, respektive kann hier geschlagen werden und dann hängt der B5 einfach. Und wenn der Läufer jetzt zurückzieht oder zöge, dann hätten wir quasi so ähnliche Varianten wie eben. Und wenn Weiß hier die Rochade macht, und das ist noch der beste Zug, jetzt sehen wir im Moment nach Springer C3, zack, zack, hängt doch der auf B5 und Schwarz hat einen Bauern mehr und das Läuferpaar und so weiter. Aber ein kleiner Indianertrick hier liegt in der Stellung noch und das wäre vielleicht so die letzte Ausfahrt für Weiß gewesen schon, dass er hier sagt, ich nehme hier auf B4 und wir sehen, ups, die Türme sind nicht verbunden bei Schwarz. Ich kann also gar nicht A mal B schlagen. Ich muss also erstmal meine Türme decken. Und jetzt sehen wir wiederum, oh, der Läufer auf B4 ist gefesselt. Die Dame kann ich ziehen. Aber nach Turm A, B1 schlage ich den. Und dann würde sich im Zweifelsfalle, selbst wenn hier noch getauscht würde, ein 4 gegen 4
auf einem Flügel ist natürlich immer sehr, sehr ausgeglichen und nichts mehr los. Naja, das war schon so halb und fast forciert, die Variante. Sehr, sehr spannend. Das wäre vielleicht noch eine Variante gewesen für Weiß. Aber er hat sich entschlossen mit der langen Rochade. Sehr, sehr konsequent. Der König ist nicht mehr in der Festung. Ja, der Turm drückt auf den D5. Hat ja auch scheinbar seine Vorteile. Aber, und das ist der Nachteil, der König steht ja dann am Damenflügel wirklich sicherer. Short weist nach. Nein. Nun, zunächst einmal werden die Türme verbunden, der Läufer entwickelt. Und zwar nach D7. Sieht unscheinbar aus. Aber zum einen wird jetzt die C-Linie für einen Turm freigemacht. Da steht ja der Springer dahinter, der Turm dahinter. Und Weiß wird auch wahrscheinlich nicht genug Zeit haben, um jetzt hier auf D5 zu schlagen. Gucken wir uns sofort an. Der Läufer D7 unterstützt natürlich auch potenziell mal diesen Vorstoß A5, A4, dass die Bauern hier in Wallung kommen. Okay, in der Partie folgte Turm D4. Versucht irgendwie diesen Bauern zu decken und. Okay, wir schauen uns mal an, was passiert, wenn Weiß hier wirklich mutig wäre und jetzt auch noch die C-Linie öffnet. Nun, klar, Turm C8, jetzt hängt der C3, da kommt wieder Läufer E5, das kennen wir. Und jetzt kommt wieder Springer D5, auch das kennen wir von eben. Und jetzt ist, ja, der Läufer zwar noch auf den C3 drauf, aber Schwarz ist ja dreimal drauf. Und das kostet mindestens eine Qualität für Weiß. Das geht gar nicht. Wir schauen uns nochmal an, was passiert, wenn jetzt hier aber König B1 gekommen wäre, um aus der C-Linie rauszugehen. Dann folgt Läufer C3 und Springer E4 mit Tempo. Jetzt droht nämlich die Gabel auf F2. Die Dame muss den decken. Und jetzt kommt auf einmal dieser Freibauer hier ums Eck. Und dieser Bauer sieht sehr, sehr unangenehm aus. Und nicht nur, dass er hier schon ein bisschen Stress macht, Tempo gewinnt auf die Dame. Erstens kann jetzt auch die Dame wieder natürlich dabei kommen, hatten wir ja eben schon angedeutet. Das Zweite ist jetzt, die Dame muss jetzt auch zwei Punkte kontrolliert halten, den F2 und den C3, damit der Springer da nicht in irgendwo reinhüpfen kann. Und das wird alleine schon gar nicht so einfach sein, zumal ansonsten zum Beispiel auf Dame C2 so ein Zug wie Läufer A4 auch immer möglich ist. Und dann bekommen Schwarz schon Material zurück. Ja, und der offene König, der bleibt ja. Das ist ja so ein langfristiger Faktor. Und ja, das ist einfach nicht gut für Weiß. Deswegen kam Turm D4 in der Partie. Okay. Jetzt hat Short Dame E7 gespielt. Die Idee ist, den Läufer zu decken und damit A5, A4 wieder voranzutreiben. Ja, oder auch vielleicht den F-Turm mal nach C1 zu bringen, damit alle Figuren im Spiel sind. Hier kam Läufer E5, um den C3 vorsorglich schon mal zu überdecken. Auch hier schauen wir uns so eine kleine Variante an. Auch hier ist es wieder schwierig für Weiß auf D5 zu schlagen. Jetzt kommt der andere Turm nach C8. Die Idee von Weiß war jetzt hier diesen Zwischenzug D5, D6 zu haben und hier einen Bauern auf D6 zu haben. Sprich mit Tempo. Ich habe diesen Bauern gewonnen. Ich kriege ein Tempo auf die Dame und kann jetzt mit Turm C4 die C-Linie blockieren. Aber nach dem Turmtausch und kommt der nächste Turm nach C8. Und nach König B2 geht aus der C-Linie raus. Sieht es auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus für Weiß. Aber kleiner Taktikalarm für euch. Schaut mal rein. 3-2-1. Schwarz kann hier mit dem Zug Läufer schlägt C3 eine der Schwerfiguren auf die C-Linie wieder drücken. Und dann mit B7, B5 eben entsprechend die Fesselung hier ausnutzen und eine Figur zurückgewinnen. Und deswegen ist die ganze Variante hier auch nicht gut für Weiß. Deswegen kam Läufer E5. Und gut, FC8 sieht sehr natürlich aus, ja. Jetzt, warum den Turm und nicht den? Ja, weil den brauchen wir natürlich im Zweifelsfalle noch hier auf der A-Linie, ne? Wir wollen ja mit allen Figuren spielen. Jetzt haben wir hier auf der C-Linie auch noch einen Druck. Und ja, der König muss mal aus der B-Linie, aus der C-Linie raus, ja, in die B-Linie. Der hat ja nicht mehr so wahnsinnig viel Auswahl. Und
Hier könnt ihr ja mal selber einschätzen, wenn ihr diese Stellung auf dem Brett hättet, wie würdet ihr die einschätzen? Als chancenreich würde ich auch auf jeden Fall immer mitgehen. Aber wäre sie so chancenreich, dass ihr euch trauen würdet, sie in der Turnierpartie zu spielen? Nun, wahrscheinlich müsste man jetzt hier wieder konkrete Varianten anstellen. Und Nigel Short sagt hier in seinen Anmerkungen zu der Partie: Ich habe hier bereits mehrere Gewinnwege gefunden, konnte mir jetzt zwischen den schönsten und den mir persönlich liebsten auswählen. Und wenn man das hört, ist natürlich dann, uiuiui, ja, dann weiß man schon Bescheid, die rechnen wahrscheinlich tiefer. Wir schauen es mal an. In der Partie folgte B7, B5 mit einem sehr, sehr starker Zug. Wir schauen uns aber nochmal andere Varianten an. Denn Short gibt auch an, dass er hier auch A4 und nach Dame C2 dann B5 auch als sehr, sehr gut für Schwarz betrachtet. Und jetzt droht zum Beispiel B schlecht C. Er kann Schwarz, Weiß kann er nie auf B5 schlagen wegen der C-Linie. Ne? Und dann haben wir hier jede Menge Freibauern rumstehen auf Schwarz am Damenflügel. Dann wird der Turm noch hier rüber schwenken. Hier gibt auch die Engine gibt Short auch recht, ja. Hab ich getestet. Die zweite Variante wäre, wenn man hier auf C3 jetzt rausnimmt und dann B7, B5 spielt. Auch das führt dazu, dass hier ein weiterer Bauer fällt, ja, und vielleicht sogar nach D schlecht C drei verbundene Freibauern hier losrennen. Könnte alles passieren. Und auch das ist einfach eine furchtbar schlechte Stellung. Die höhere Wahrscheinlichkeit ist aber, wenn jetzt hier irgendwas kommt, die Wahrscheinlichkeit, dass man mit dem B-Bauern schlagen sollte, wäre eher mein Favorit gewesen. Zum einen habe ich ja noch irgendwann mal die B-Linie hier, ja, um den Läufer herumspielen. Diese Bauern, die engen ja auch die weißen Figuren ein. Der Bauer kann ja auch noch rennen, die Dame kann noch kommen, ja, der Turm verdoppelt sich natürlich. Gefühlt würde ich mit dem B-Bauern schlagen und einfach diesen Raum nehmen. Ja, ich habe ja im Grunde fast nichts weniger. Ich habe ja drei Bauern für die Figur und der ist bestimmt auch sehr, sehr gut. Würde mir aber wegen der offenen D-Linie, ja, das weiß ich nicht, Turmverdopplungen, vielleicht mal Läufer D6-Geschichten oder so, das Weiß ein bisschen aktiver mitspielen kann. Und deswegen würde ich hier eher mit dem B-Bauern schlagen, ja, und dann um Damenflügel spielen. Ja, der Springer kann nach E4 kommen und so weiter und so fort. Und alle und danach immer noch mit F6, E5 und so weiter. Das wäre sicherlich eine, ja, noch nicht Gewinnstellung, also aus unserer Sicht natürlich, ja, nicht Gewinnstellung, aber schon na, sehr nahe dran. Okay, in der Partie folgte von Short direkt B7, B5. Okay. Jetzt ist natürlich auch, wenn der C-Bauer sich bewegt, ja, geht die C-Linie auf. Aber was passiert, wenn der Springer schlägt? Und diese Option hätte er ja eben in den Varianten nicht gehabt. Nun, auch jetzt folgt A5, A4. Erstmal die Dame vertreiben. Die Dame geht weg. Und jetzt schlagen wir hier auf B5. Okay. Und Schwarz, ne, Moment, Weiß schlägt hier auf F6. Wir gucken mal eben eine Variante. Wenn Weiß nämlich hier sofort den Läufer schlagen würde, käme dieser Springer jetzt auch noch in den Angriff hinein. Ja, gerade bei der Konstellation mit B1, A2, dann hätten wir hier noch ein schönes Tempo wieder. Und das möchte Weiß eben nicht zulassen. Und deswegen schlägt er hier auf F6 zwischen. Wir wollen natürlich mit der Dame hier in der Nähe vom Damenflügel bleiben. Ja? Und deswegen schlägt Short hier mit dem G-Bauern. Sieht auf den ersten Blick komisch aus, weil die Königsstellung offen geht. Aber, und das ist halt immer so ja, das macht den Meister dann am Ende auch aus. Er kann eben sehr gut einschätzen, ob der eigene König wirklich in Gefahr ist oder der Zeitverlust, den man hätte, um die Dame dann wieder zum Damenflügel zu bringen, gewichtiger wäre. Und hier sagt Short ganz klar, die Dame muss sofort einsatzbereit sein, hier im Zweifelsfalle. Deswegen, und
Hier sind auch keine weißen Figuren in der Nähe des Königs. Da kann nicht viel passieren. Okay, jetzt schlägt Weiß auf B5. Und jetzt geht's schon los. Turm B3. Zack. Wir drohen die Turmverdopplung. Wir drohen Turm B3. Dann müsste der König sich schon entscheiden. Ja? Wenn er auf die A-Linie geht, habe ich ja immer noch Turm A3 Geschichten. Geht er auf C-Linie, ist er halt hier auf C8 auch in Gefahr. Also versucht Epischin mit Turm D3, dieses Turm B3 zu verhindern. Kommt der nächste Turm. Okay, und wir schauen mal, wir haben jetzt 20 Züge gespielt. Ja, Weiß hat eine Figur mehr, aber wir alle wissen ja, es ist nicht das wichtig, was was vom Brett ist, sondern das, was auf dem Brett über ist, sprich die Anordnung der Figuren. Und diese Figuren stehen zwar auf dem Brett, aber die sind nicht aktiv. Die unterentwickeln, spielen nicht mit und dann sind sie im Grunde auch nichts wert, weil sie nicht da sind, sozusagen. Und das versucht Epechin jetzt mit Läufer E2 zu begradigen. Jetzt möglichst irgendwie vielleicht einen Turm tauschen und dann den nächsten Turm tauschen und irgendwie drei Kreuze machen, dass er das überlebt. Aber Short sagt sich, oh, ich hab hier einen guten Zug gesehen. Er hat natürlich auch schon bei B5 gesehen, ja, und das glaube ich auch, dass er hier nämlich gesagt hat, was war's? Ich spiele Läufer A3. Auf einmal droht Turm C1 ein schönes Mattbild. Uiuiui. Jetzt wird es aber langsam eng für den weißen König. Jetzt muss ich das Feld C1 nochmal decken. Das kann ich von D2 aus mit der Dame. Wir schauen uns mal Varianten an. Wenn jetzt hier ein Turmtausch gekommen wäre. Jetzt muss der Turm unbedingt hier auf C3 schlagen. Und hier eine kleine Zwischenaufgabe für euch. Warum ist der Zug Dame B4 nicht gut? Schaut euch in Ruhe die Stellung an. Ja. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid, interessiert euch das ja vielleicht auch. Wenn ihr Dame B4 spielen würdet, dann würde sich die ganze Partie drehen. Dann würde nämlich auf einmal Weiß nicht nur ausgleichen, sondern auch besser stehen. Aber warum? Das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Dame B4 wäre tatsächlich hier ein Doppelfragezeichenzug. Okay, deswegen käme in der Variante jetzt hier Turm C3, Dame D2, Turm B3 Schach, Läufer. Ihr seht, ja, die Figuren, die arbeiten miteinander, immer mit Tempo, irgendwie dafür sorgen, dass der Gegner beschäftigt wird, damit der Weiße eben keine Zeit hat, um den Turm rauszuholen. Turm A3 Schach. Und jetzt haben wir das Spiel quasi andersrum gedreht. Jetzt haben wir die C-Linie wieder verschlossen. Und es droht Turm A1 und nebenbei droht jetzt natürlich auch wirklich mal Dame B4. Ja, zack, zack. Und nach Dame B1, Turm B3. Und hier ist das Matt nicht mehr weit. Ja, ist respektive Weiß muss einfach die Dame opfern, sonst kann er das Matt nicht mehr abwehren. Solche Varianten zu berechnen, ja, also erstens muss man gut, konkret, tief rechnen. Dann unterscheidet ja schon den Profispieler von uns Amateurspielern, ne, und mich eingeschlossen. Deswegen, da die Eier zu haben, das so zu spielen, schon Respekt. Okay, wir schauen uns wieder die Partie an. Da kam ja Dame D2. Und jetzt kommen bitte Dame B4. Und ich weiß nicht, ob's stimmt oder ob es nur so ein Gimmick war. Hier hat Short, laut Bericht des Buches, ein forciertes Matt angekündigt. Und hier könnt ihr ja mal schauen, ob ihr das auch findet. In der Partie folgte König A1, dann folgte Turm C1 Schach. Ah, der Turm, der sich nicht entwickelt hat, kann noch einmal tauschen. Turm C1, König A2. Hier nochmal die kleine, wenn man jetzt denkt, oh, dann opfere ich halt die Dame, um das Matt zu verhindern, ist eben das Problem. Jetzt muss ich B2 gedeckt halten. Das geht nur mit Turm D2. Und jetzt muss ich das B2 wieder gedeckt halten. Geht irgendwann nicht, ja, und jetzt ist Matt auf B2. Ich kann mich auf den Kopf stellen, ich kann das Matt nicht mehr abwehren. Und deswegen kam König A2,
Jetzt kam Dame C4 Schach. Oh, der hängt doch. Aber Turm A1 und Dame A2 und Dame B3 und im nächsten, ja, auf König D4 würde Dame C4 Matt erfolgen. Dann sehen wir, oh, hat dieser Bauer sogar noch einen Sinn gehabt am Ende des Tages, das Mattfeld und das Mattnetz geknüpft. Ja, da hat Short aber mal wirklich kurzen Prozess gemacht mit seinem Gegner. Ja? Und vielleicht ist deswegen auch diese Variante nicht mehr, also dieser Zug B2, B4, nicht mehr so sehr beliebt bei Weiß. Alles klar, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.